Junge. Muss nochmal X drücken, jawohl. Und der Ball läuft Ja, brauche wieder, ich noch während Geld, bevor ich noch einige der Geld bekomme. Zuschauer in der Allianz Arena noch nicht wieder ihren Platz eingenommen haben. YOLO und so. Wojciechowski bewegt den Ball. Toni Kroos. Oh. Boah, du Hügel, Alter. Ramirez. Wer lässt jetzt das beeilt denn den Ball. hier? Da ist ein schöner Wer spielt Konter das drin. wahr? Alter! Gehalten! Shit. Jetzt aber ein Kübel. Ein Wunder! Ein Wunder! Bam! Bam! Aggressives Tackling! Toni Kroos. Das sieht gut aus. Oh Gott. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Ein wunderschönes. Und dann wollen der arme Verteidiger. Ah. Sofort abgezogen. Und irgendwie so die Schwede. Es gibt nur Abstoß. Ich kann nicht ein Lied von Kollegen irgendwie Aslak sterben jung oder so. Lewandowski. Mein Gott! Elegant, gut gesprungen, da sieht der Verteidiger aber ganz, ganz albern aus. Oh nein, oh nein! Er könnte passen! Und der warte, ist warte. Drin! Was für ein Vorbild! Jetzt macht der Mannschaftskapitän Löw selbst ein Tor. Und ein schönes noch dazu, Manni. Also das war ja zum mit der Zunge schnalzen, das Ding. Okay, mach mal die Wiederholung hier weg. Das Solo wollen die Leute sehen. Zu schwarzen Neger. Stark gemacht. Ey, die Abwehr steht goldrichtig. Bam. Das kann er, das macht er immer nein, wieder nein, gerne. Lieber jetzt ist er und da waren sie nah dran. Ausgleich. Lewandowski. Ich mach's wieder. Sicher, ey, du hast viel zu viele Blitzer, man krass aus. Ja, da hilft ein Mann. Oh, immer noch ein Ball. Aus. Ja, ja. 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 Das war eine Abwehrleistung. Ja, nicht nur auf der Linie rumhampeln und rumspringen, auch mal rauslaufen und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball. Das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Mitspielen und damit gleich den Konter einleiten. Das sieht nach einer guten. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Beste Chance bis hierhin und dann sowas. Da habe ich das erzählt, wie der eine Kerl mich ganz angeschnitten hat. Von Lewandowski. Dann hat er so irgendwie mal kurz bei Alexander Bartow ausgeglichen, der ist endabgegangen am Spiel, weil dann hat er die Spieler gewonnen. Der ist einfach krass, der hat geschrieben, fuck you, bastard, fuck you. Und dann sagt er, Lewandowski, dass er das gemacht hätte, da in der Weitung, der hätte wirklich gewartet. Auf rechts sieht es vielversprechend aus. Ja, die Gruppe! Und jetzt! Boah, ich kann nicht. Gibt Abstoß. Was ist das? Wieso kommt er denn daneben? Mann. Robinho. Achso, der Vorschuss, glaube ich. Nein, deine Mutter, weißt du? Ach, das, der gehört gar nichts mehr. Das Mann, ja. Ja, ja. Toni Kroos. Ja, und du kannst auch mal einen Ball an ihn spacken. Alexandre Pato. Ja, oh. Da kommt was auf uns oh. zu. Oh, oh, oh. Oh. Ums andere Mal kommen heute seine Pässe an. Was? Kein Foul? Er ist verletzt. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Hey, Kerl, Mann. Ich liebe das schnelle, präzise Flügelspiel, aber jetzt geht der Ball verloren. Das ist ein Österreich-Schwarzer, der kann nichts. Der kann nur Hitler sein. Toni Kroos. Lassen. Das muss es sein!
Auf die Torhüter, da prasselt es ja immer ein. Aber der ist heute wirklich nicht gut drauf. Also es ist erstaunlich, wenn man sich das nochmal anschaut. Das wirkt völlig verunsichert, das Stellungsspiel stimmt nicht. Also das ist nicht sein allerbester Tag. Und hier sehen wir, da hat er schon mal ein bisschen Glück. Das hätte auch anders ausgehen können. Der Ball hätte auch zurück ins Feld springen können. Nochmal Zeitspiel. Der Ball kommt nicht mehr auf Boden, wo schippt. Einwurf. Lewandowski. So sieht ein Pass aus. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht es hier, Fußball ist ein... Und jetzt hat er freie Bahn! Oh. Und der Ball ist drin! Wie war das Tor jetzt? Deine Kumpel ist dabei gelaufen. Sie sind nur ein Tor hinten, es ist noch nicht vorbei. Nee, das wird noch mal eine ganz enge Kiste. Oh, die Übersteiger fehlt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Toni Kroos. Scheiße. Ein sehr schöner Pass. Tick. Wahnsinn, liebe Zuschauer. Da kommt er. Der späte Ausgleich. Was hat uns der große Alte gesagt? Wie lange dauert ein Fußballspiel? Bis der Schiedsrichter abpfeift. Und hier ist noch nicht Schluss. Aber das haben sie sich erarbeitet. Sympathie bislang. Und das war der Ausgleichstreffer. Ich habe kombiniert auf der Position. Das sieht von hier oben so aus, als hätte er immer noch Schmerzen. Von dem Schlag holt das, den er da eben abbekommen hat. Das ist doch die Möglichkeit für einen Konter. Ja, und ich spiele doch nicht. Toni Kroos. Ja. Achtung, eine Chance haben sie noch. Und wenn sie jetzt der Favorit sind, da lege ich mich fest, dann ist das der Siegtreffer. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Nach 90 Minuten ist die reguläre Spielzeit vorbei. Aber es geht weiter, denn das Spiel, es steht unentschieden. Ganz hart, du, mein Freund. Jetzt gibt's dick auf die Fresse. Gleich Elfmeterschießen. Um Himmels Willen, meine Nerven. Gut, ist weg. Ich gehe gleich weiter zu der Kugelschießen gegangen. Bei mir schießt das erste Götze, wie man sehen kann. Diego, alle kratzt den Ehre aus, Junge. Du musst einen Übergang machen. Tragisch, der geht daneben. Ja, aber er war auch von der Rettung total zappelig, unkonzentriert. Er hat ihn unter Kontrolle, er hat den Elfer gehalten. Der ist unfassbar. Das sah ja schon fast so aus, als wollte er den Torwart veralbern. Hat er auch getan. Gut, dass das Ding drin war für ihn. Bam, fick dich! So schreibst du Geschichte. Auf mich wirkt er etwas flatterig. Aha. Und da fliegt der Ball daneben. Das könnte noch teuer werden. Ich höre noch keine Freude. Ich sehe es fast von hier aus. Er hat den flackernden Blick. Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. So musst du einen Elfmeter schießen. Jetzt muss er starke Nerven haben, denn wenn der Ball nicht reingeht, dann ist das Spiel verloren. Und dieser Elfmeter. Ich wünsche mir, dass er Ball schießt. Ich halte es kaum noch aus. Unfassbar. Diese Dramatik, diese Spannung. Was geht jetzt in ihm vor? Tor! Er macht es! Und wieder verloren. Ja gut, eine weitere Dramatik. Und mit diesen Bildern darf ich mich von Ihnen verabschieden. Also, tschüss und auf Wiedersehen. Ihr Manni Breukmann. Ach, ich weiß, warum ich groß nicht geschossen habe. JBG zweimal, Freunde.